Gott, liebe Frau Hoferer. Ich darf euch ganz recht herzlich zum Kultursommer 2014 in Pfaffenhofen begrüßen. Ihr wird mit dem Christoph Hörmann eingeleitet, musikalisch eingeleitet. Das war unser Kulturförderpreisträger 2002. Und als Höhepunkt des heutigen Abends, das Tuya Komi Quintett wird den Kultursommer dann offiziell eröffnen. What are you doing the rest of your life? North and south and east and west of your life. I have only one request of your life, that you spend it all with me. Through all of my life, summer, winter, spring and fall of my life, all I ever will recall of my life is all of my life with you. Mit der finnischen Künstlerin Tuya Komi und ihrem Quintett ist der Kultursommer 2014 in Pfaffenhofen eröffnet worden. Und ein weiterer Höhepunkt war die türkisch-bayerische musikalische Nacht. Bisher hatten wir schon viele schöne und gut besuchte Veranstaltungen in diesem Kultursommer 2014 in Pfaffenhofen. Und in den nächsten Wochen erwarten Sie noch viele weitere, vielversprechende Highlights im sommerlichen Kulturprogramm. Informationen zu allen Veranstaltungen finden Sie unter www.pfaffenhofen.de/kultursommer auf der Homepage der Stadt Pfaffenhofen.